wir sind im YouTube-Urlaub! Und der Papa, der hat gerade sturmfrei, denn der Bloggy ist gerade unterwegs. Ja, ja, wenn man nicht daran denkt, alles einzupacken, dann fällt einem Urlaub auf, oh, ich habe gar keine Badelasche oder Flipflops, die muss ich mehr kaufen. Und jetzt wollen wir gleich zu Lidl, was war das? Lidl, ne? Ja, und? Lidl. Lidl in Spanien. Und du hast ja gerade hier Flipflops gekauft, wo sie dich versucht hat abzuzocken, ne? Ja. Statt 7,95, 9,95. Hunde. Hast du das auch am Ende bezahlt? Ja. Nein, hast du jetzt echt? Ja. zu Fuß? Ich sag ja erst nicht, Jocke. Wir überlegen gerade, ob wir zu Fuß gehen oder mit dem Taxi fahren. 3 Kilometer, 39 Euro. Digga, willst du mich verarschen? In Deutschland zahlt ihr auch nicht mal für 3 Kilometer 39 Euro. 39 Minuten laufen. Jetzt beschreiten wir den Weg zu Lidl. Und zwar der Weg zu Fuß ein bisschen zu weit. Sind wir ein bisschen Taxi gefahren. Hat uns das Hotel übrigens bestellt und jetzt haben wir uns eben noch eine Visitenkarte vom Fahrer geben lassen, damit wir auch wissen, wie wir wieder zurückkommen. Und da sind wir. Und jetzt gehen wir zu Lidl rein und gucken mal, was es da so für leckere Sachen gibt, die es vielleicht in Deutschland nicht gibt. Ich habe keine Ahnung. Sieht extrem wie in Deutschland aus, als wäre ich in Hamburg in irgendein Lidl. Es sind die Produkte, die du in Deutschland kriegst. Es sind nur ganz, ganz wenige Sachen, wo ich sagen würde, okay, das kriegst du vielleicht jetzt nicht in Deutschland, aber es ist wirklich sehr deutsch. Also das ist heftig. Ja. Das hier zum Beispiel auch, das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Aber sonst heftig. Spektakulär. Was mir auffällt, dass die Sachen als in Deutschland wesentlich günstiger sind. Wesentlich günstiger. Hier zum Beispiel diese Kaffeesorten. 1,89, 2 Euro. Ich bin kein Kaffeetrinker, aber ich glaube, für Kaffee bezahlt man doch in Deutschland 4 Euro, 5 Euro für so ein Paket, um damit Kaffee zu machen. Jakobs gibt's hier, First Class, Gold, was auch immer. Okay, genug Markenwerbung gemacht, aber auf jeden Fall viel, viel günstiger als in Deutschland. Und das hier würde ich niemals essen. Niemals, Leute. Boah, Alter. War ein kurzer Besuch bei Lidl, aber war mal ganz cool, den Laden zu checken und mal herauszufinden, dass das so ähnlich wie in Deutschland ist. Und jetzt fahren wir auch wieder mit einem Taxi zurück. Wir haben es gerufen. Die scheinen immer tierisch schnell hier zu sein, weil die sagen am Telefon, jo, 2 Minuten. Wir warten nämlich übrigens vor der Polizeistelle. Da kann ich jetzt mal so ganz vorsichtig lang gehen. Jetzt muss ich natürlich das Auto hier durchfahren lassen. Nicht, dass sie mich überfahren. Aber ich kann euch ganz kurz mal ein Emotion-Pick zeigen von der Polizei, wie das der Polizei hier so bei uns aussieht. So, ich versuche es mal so zu zeigen, weil er gerade ein Polizist ist. Aber so sieht die Polizei aus. Und jetzt warten wir auf unser Taxi. Und ich glaube, das ist da hinten schon in Anmarsch. Mithilfe, ihr könnt auch 500 Euro gewinnen, wie es hier steht. Also kriegen, nicht gewinnen. Wer hat diesen Hund gesehen? Vielleicht ist er ja irgendwo in Deutschland angekommen oder so. Wer ihn sieht, sagt mal Bescheid. 500 Euro Cash. Ich muss ja ehrlich sagen, ich war ja heute schon einmal im Pool. Und ich bin ja eigentlich voll der Poolboy. Wie ja einige wissen, voll der Poolboy. YOLO-Boy. Aber Bloggy war heute auch schon im Meer und er sagt, es ist auch geil. Und ich glaube, dass ich mir das nachher nochmal geben werde. Ist warm, ja? Da sind auch ganz viele Tiere drin. Was denn so? Na, Fische, Schildkröten, Schlangen, Dinosaurier. Danke. Jetzt habe ich so richtig große Motivation gekriegt, doch nochmal zu Meer zu gehen. Vergiss die Flugdinosaurier ja nicht. Das ist übrigens unser Eis. Also es sieht aus wie ein Joghurtbecher, aber ist Eis. Und schmeckt ganz okay, ne? Ja. Boah, ich liebe es, dass ich All-Inclusive habe. Boah, alles All-Inclusive, geil. Oh, Wodka, Whisky, alles All-Inclusive. Nur wegen dem geilen Scheiß. Two Wodka Sun, please. Okay. Wodka Sun. Hauen wir uns gleich hinter die Kim. Und ihr seid gleich live dabei. So. Naja. Ah, ob ich nochmal dieses Eis esse, weiß ich nicht. Ist es moralisch vertretbar, wenn wir eine Wodka-Challenge machen? Irgendwas, wo man das bestimmt mein Glas Wodka trinken? Ja, geil. Mann, bin ich dabei. Das geht doch nicht, Alter. Ja, du hast jetzt die Idee aufgebracht. Morgen Wodka-Challenge oder was? Ja, okay. Klar. So, guck mal, man kann mich gar nicht sehen. Warum? Hey, guck mal. Was ist da jetzt eigentlich drin? Irgendein Saft? Irgendein Saft. Irgendein Saft?
ich muss mal das Glas zur Seite schieben. Irgendein Saft, Eis und Wodka. Voll geil. Ich probiere es mal. Ist erfrischend und echt gut. Ich habe Bock übrigens in diesem Urlaub, Bloggy noch unter diese Trese zu trinken. Vollkommen. Kriege ich, glaube ich, hin. Kannst du viel ab? Also viel Alkohol ab? Ja. Ich werde ihn unter diesen Tresen trinken. Unter diesen Tresen? Ja, ich werde dich unter diesen Tresen trinken. Du kannst ja ein bisschen mit euch ablästern. Ich gehe mal eben mein Video fertig schneiden. Bist du hoch oder was? Runter. Dann geh runter. Ja. Hund. Der Mann, einfach der, nur Hund. Du bist der Hund des Jahres. Der Mann, mit dir, der mit dem Hund tanzt. Du bist der Fell der Woche. Also, ihm schmeckt kein Alkohol, das ist sein Problem. Und deswegen habe ich noch einen nachbestellt. Der kommt genau jetzt. Thanks. Take me away from home. Show me all the. So, meine lieben Freunde, und jetzt sind wir mal wieder mit dem Taxi gefahren und sind in Las Palomas angekommen. Hi. Und gucken mal, was hier so geht. Bloggy hat Burger King gesehen und ist dann wieder ganz heiß geworden auf einen Burger. Ich sterbe gerade. Da oben könnt ihr vielleicht sehen. Und wir schauen mal, was wir hier so finden, was wir hier so machen. Ich gehe weiter, Bloggy geht sich einen Burger holen. Ja, hier gibt es ein bisschen Geld zu gewinnen. So ein bisschen, ne? Und Bloggy versucht mal sein Glück. So einfach geht das, Leute. Passt auf. Lucky Casino. Und jetzt? Das war's, oder was? Wisst ihr? Zwei gewonnen. Fast. Nee, nur ein. Hä, wieso nur ein? Ja, weil da nur einer rübergeschwappt ist. Ist doch normal. Na egal. Hau doch nochmal rein. Spiel. Oh. Jetzt kann man wieder raus. Scheiße, aber ey, jetzt ist es passiert. Jetzt versucht Nyodo sein Glück. Jetzt versuche ich mein Glück, definitiv. Achso. So, noch einen Euro bitte. Habe ich denn überhaupt noch einen? So kann man auch pleite werden. Ich habe keinen mehr. Ich habe nur zwei. Warte mal, du hast ja noch einen, oder? Nein. Jetzt sind wir aus diesem Center hier wieder raus und Bloggy, der wollte ein Original-iPhone-Ladekabel für sein iPhone 6 Plus kriegen. Und in dem Moment konnte ich leider nicht filmen, weil das wäre zu auffällig gewesen. Aber er fragt ganz ehrlich da so eine Japanerin, wo nur gefälschte Sachen sind. Original-iPhone-Kabel. Und was macht sie? Sie holt ein Kabel, auf dem steht einfach nicht mal der Herstellername drauf. Es steht nicht mal drauf, für welches Handy das ist. Es steht einfach nur groß drauf. Original. Ja, und als du dann nochmal nachfragst, Original, da grinst sie nur ganz blöd und scheinheilig. Also, mir war das vorher klar, dass du hier kein Original-iPhone-Kabel kriegst, aber jetzt bist du wieder eine Ecke schlauer. So, meine lieben Freunde, das war dann schon das zweite Video hier aus Gran Canaria vom YouTube-Urlaub. Und jetzt bin ich ganz stolz darauf, wenn ihr euch das Video wieder ganz bis zum Ende angeguckt habt. Sehr, sehr coole Nummer von mir. Daumen nach oben. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, entweder hier das erste Video zu sehen vom YouTube-Urlaub von mir oder hier, da seht ihr mal wieder ein Oldschool-Interview von mir. Ja, ja, das war noch Zeit. Aber es kommt bald wieder. Es kommt